Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute unterwegs mit dem Fahrrad und mache heute eine größere Tour, denn ich bin heute unterwegs zum Feldberg. Im Taunus, höchste Erhebung. Mal gucken, ob ich den heute packe. Große Frage. Auf jeden Fall habe ich es vor. Und nach dem Intro schauen wir mal, ob es wirklich gelingt. Der große Feldberg ist 880 Meter über normal Null. Ich habe 590 Höhenmeter zu überwinden. Das ist schon eine Menge. Insgesamt sind es 18 Kilometer, die ich fahren muss, ein Weg und dann halt wieder zurück, wobei zurück sicherlich ein bisschen mehr easy peasy sein wird, denn wird ja dann bergab gehen, es kann nicht die ganze Zeit nur bergauf gehen. Und das ist natürlich eine größere Herausforderung heute für mich auf dem Fahrrad, vor allem mein Hintern muss es mitmachen. Ich glaube, dass die Beine mitmachen werden. Aber mein Hintern muss die ganze Zeit auf dem ollen Sattel sitzen. Und deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Laut Navi bin ich 1 Stunde 30 unterwegs und werde mich jetzt hier von Feldweg zu Feldweg und von kleiner Landstraße zu kleiner Landstraße hangeln. Von Ort zu Ort. Und dann bin ich gleich dem Feldberg näher. Mal gucken, wann die erste ordentliche Steigung kommt. Ich freue mich jetzt schon. Habe ich mir selbst ausgesucht. Also nix Mimimi. Ich bin mittlerweile schon gut eine Dreiviertelstunde unterwegs. Super geil. Habe jetzt hier gerade den ersten längeren Anstieg vor mir. Und es läuft alles gut, Beine laufen gut, Hintern macht mit, alles super bisher, aber hier die Kletterpartie macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Es wird aber noch viel mehr werden, bin ich sicher. Das war noch nicht alles. Der Feldberg ist hoch, verdammte Scheiße. Naja, alles gut. In der Zwischenzeit kann ich mir ein bisschen die Zeit vertreiben. Ich habe hier Kopfhörer im Ohr und höre mein eigenes Hörbuch. Hört sich total bescheuert an. Aber ich muss mich ein bisschen vorbereiten für eine Lesung, die ich halte. Und die mache ich da zum ersten Mal. Und weil ich es zum ersten Mal mache, höre ich den Text, den ich vortragen möchte. Natürlich nicht das ganze Hörbuch. Nur die Passagen, die ich vortragen möchte, höre ich mir an, damit ich den Text so langsam in den Kopf kriege und das Lesen dann flüssiger läuft. Wenn ich weiß, was ich lese, ist es natürlich einfacher. Stehst du? Egal. Also, ich höre mir weiter mein eigenes Hörbuch an, während ich hier den Berg hochkraxle. Bis gleich. So, jetzt mache ich mal eine Pause hier. Ich bin jetzt hier, da ist mein Rad am Mülleimer gelehnt. Ich bin jetzt hier 14,5 Kilometer gefahren. Bis jetzt, mein Hintern tut mir echt weh gerade. Es ging die ganze Zeit mächtig bergauf. Da geht es jetzt weiter zum Feldberg. Da, ja. Und ich habe jetzt noch 3,5 Kilometer vor mir und die letzten 3,5 Kilometer werden bestimmt schweinehart werden, weil es geht jetzt da hoch. Ich bin hier in Glashütten. Glashütten ist sozusagen der letzte Ort vorm Feldberg. Und es war gerade echt anstrengend. Deswegen brauchte ich jetzt mal eine kurze Pause, gerade für meinen Hintern. Heiliger Strohsack. Guckt euch mal den Sattel an. Da ist er. Der war die ganze Zeit unter meinem Hintern.
Ja, ich esse jetzt was. Ich habe nämlich meinen Rucksack dabei, habe noch ein paar Sachen dabei, habe noch was zu trinken dabei, habe noch was zu essen dabei, ein paar Riegel und sowas, eine Banane. Und dann mache ich mich da hoch. Bis gleich. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Weitere 1,5 Kilometer hinter mich gebracht. Und hier geht es richtig fett steil berghoch. Ich habe noch 1,9 Kilometer vor mir. Und das wird noch harte Arbeit. Das Navi sagt noch 15 Minuten. 15 Minuten bergauf. Heilige Scheiße. Ja, war mir klar, dass das letzte Stück das härteste Stück wird. Aber kriege ich schon hin. Noch 1,8 Kilometer. Wie geil ist das denn? Ich melde mich gleich. Hoffentlich, wenn ich oben bin. Oder wo auch immer. Ja, ich habe jetzt folgenden Fall. Mein Navi hat mir ein bisschen was anderes erzählt. Ich bin noch gar nicht so weit, wie ich dachte. Hier die Straße geht es hoch zum großen Feldberg. Ich bin hier an so einer Zwischenstation erst gelandet. Hammer hart. Das heißt, ich hätte jetzt noch 3,5 Kilometer vor mir. Alter, nochmal 3,5 Kilometer da hoch. Jetzt probiere ich es. Mein Hintern sagt mir nee. Mein Kopf sagt mir, ich will aber. Ich will aber. Deswegen, ich glaube, ich versuche es mal. Ich werde mal jetzt so die Beine vertreten hier, mein Hintern ein bisschen lockern und dann, ja, und dann fahre ich mal da hoch. Ja, noch 3,5 Kilometer. Bis zum großen Feldberg. Scheiße. Naja. Ich dachte, ich wäre schon da. Kacke vertan. Ja, macht nichts. So, dann geht's mal los. Ich habe gerade gesehen, dass wenn ich auf der Straße fahre, habe ich einen Kilometer gespart. Wird wahrscheinlich steiler sein. Aber ich muss nicht so lange im Sattel sitzen, glaube ich. Weil dann streikt mein Hintern sonst. Ich muss ja noch zurück, den ganzen Scheißweg. Das sind ja auch 20 Kilometer. Fuck. Naja, ich guck mal, dass ich jetzt da hochkomme. 2,5 Kilometer. Einfach nur bergauf, bergauf. Wie bescheuert bergauf. Ich sag Bescheid. Ich sag Bescheid, wie es zwischendrin ist. Haben noch 1,4 Kilometer. Oh, das zieht sich. Das zieht sich gerade wie die Hölle. Kraxel hier hoch. Die Beine sind gut. Das halte ich durch. Aber der Arsch. Leckarsch. So ein Mist, ey. Ich quäl mich gerade. Ich quäle mich gerade mächtig. Noch 1,4. Hoffentlich springst du gleich auf 1,3. Himmel, Herrgott. Ich melde mich gleich, wenn ich oben bin. Das packe ich. Das packe ich. Auf jeden Fall. Laut Navi sind es jetzt die letzten 120 Meter. Da vorne ist irgendwas. Um die Kurve geht es nochmal. Und dann bin ich, glaube ich, da. Wie geil ist das denn? Wenn ich in Glashütten
bei meiner ersten kurzen Rast gewusst hätte, dass ich insgesamt, glaube ich, waren es 6 Kilometer hoch müsste. Ach, hier fahren sogar Busse. Ist ja schön, dass der Bus hochfährt. Wenn ich gewusst hätte, dass ich noch mal knapp 6 Kilometer weiter müsste, nur bergauf, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. War gut, dass ich mich kurz geirrt hatte, weitergefahren bin und dann gesehen habe, ich muss nochmal 3 oder was das waren. Dann hat mich mein Ehrgeiz gepackt und ich dachte, komm, letzten scheiß 3 Kilometer kriegst du auch noch. Ja, da ist der Turm. Ist gerade in Nebel gehüllt, aber da ist er. Da ist der Turm. Warte, ich zeig's gleich. Einen Moment. Ich muss gerade mal. Sieht man das von hier? Nee, sieht man noch gar nicht. Ist alles in Nebel. Aber wenn es nicht so gewesen wäre, dass ich da einen Irrtum hinten drin hätte gehabt, dann hätte ich es nicht geschafft. Definitiv nicht. Hier sind auch noch Touris unterwegs. Mann, oh Mann. Voll die Touris. So, jetzt kann ich es gleich kurz mal zeigen. Aber ich halte mal an, das Anhalt ist das Schlimmste. Uiuiui, mein Arsch. So. Pass auf. Da oben, das ist der Feldberg-Turm oder wie er heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Fernsehturm oder sowas vom großen Feldberg. Hier haben wir es. Fahren wir mal hier vor. Leider hat man heute keine Aussicht, nehme ich mal an, bei dem Wetter. Aber ich mache nochmal eine Runde hier. Und dann freue ich mich auf den Abstieg. Wie geil ist das denn? Die Abfahrt wird geil. Super. Ich mache mal weiter. Ich drehe hier oben mal eine kurze Runde. Da hinten irgendwo ist der Turm. Sieht man den? Weiß ich nicht. Scheißegal. Ich drehe jetzt mal hier eine kurze Runde. Suche mir ein Plätzchen. Setze mich kurz. Ah, hier ist so ein Aussichtspunkt, genau. Aber diesen Aussichtspunkt, der bringt heute, glaube ich, gar nichts. Das ist so ein Felsen. Ah, da gehe ich doch mal hin. Genau. Da setze ich mich doch mal drauf. Das ist cool. So, Fahrrad lassen wir hier. Zack. Hier ist so ein kleiner Felsen. Bei gutem Wetter kann man hier über den Taunus blicken. Aber jetzt gerade ist, glaube ich, echt scheiße, weil es mächtig neblig ist. Dennoch gehe ich mal da hoch, einfach mal um hier gewesen zu sein. Und das ist jetzt sozusagen, das ist der Taunus! Abgescheuert. Ja. Aber ich pflanze mich mal hier hin und werde mal ein paar Minütchen hier Rast machen. Vielleicht noch ein Riegel essen, was trinken und dann geht's zur Abfahrt. Da freue ich mich drauf. Wie geil. Geile Abfahrt.
bisher ist die Abfahrt recht cool. Ich fahre hier durch den Wald, nicht auf der Straße entlang. Hoch bin ich hier auf der Straße entlang gefahren, weil es kilometermäßig kürzer war und mein Hintern dadurch nicht so leiden musste. aber runter fahre ich jetzt durch den Wald und das ist relativ steinig, aber doch ganz nett hier. Von daher macht es eigentlich sogar richtig Spaß, hier runter zu fahren. Jetzt gucke ich mal, wo ich hier hinkomme. Ah, hier mäht einer einen Rasen. Hört man's? Ja, bestimmt. Das ist irgend so eine Lichtung. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ach, weißer Teufel. Ich habe jetzt die letzten knapp 7 Kilometer noch vor mir. Insgesamt werden es dann so circa 42 sein. 42 Kilometer bedeutet auf dem Feldberg hochgefahren, von Niedernhausen aus und dann den Feldberg wieder runter, die Radwege. Und runter bedeutet, die erste Zeit geht natürlich komplett nur runter, aber dann zwischendrin Schloss bohren, danach Heftrich und sowas muss man schon wieder ein bisschen ansteigen. Geht immer mal wieder so. Und das schlaucht jetzt gerade ein bisschen. Bin gerade dabei, ein bisschen erschöpft zu sein. Aber das macht nichts. Sind noch 7 Kilometer ganz genau jetzt und die letzten 7 Kilometer reise ich auch noch runter. Dann bin ich zu Hause. Ich melde mich dann. So, das war's. Ich bin da. Wie geil ist das denn? Noch nie kam ich so gern nach Hause. Einmal Feldberg und zurück. Das war mein heutiger Sportvlog. Ich bin froh, jetzt es geschafft zu haben. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.